Die zweite Happy Wheels Folge in dieser Woche. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Ich freue mich einfach nur drauf zu sehen, was wir diesmal so dabei haben werden. Oh, Aventura Gota! Ich bin versteckt hinter Gras. Oh, jetzt bin ich nicht mehr versteckt hinter Gras. Das ist ungewöhnlich. Hätte ich in der Mitte starten sollen? Ups. Ich bin zu schnell für alles. Ich glaube tatsächlich, ich hätte nicht da starten sollen, wo ich gerade bin. Das sah mir nicht so aus, als ob der Baumstamm umfällt und dann den Weg freigibt, um weiter nach rechts zu kommen. Ah, jetzt darf ich rein, ja. Four Seasons. The Hooch. Das kann nur gut werden. Die vier Jahreszeiten, also. Das ist der Frühling, nehme ich an. Okay. Dann war ich. Ja, vielleicht war es doch nicht der Frühling. Vielleicht habe ich mich falsch entschieden oder was? Meine Charaktere waren gegen den Frühling. Dann müssen wir halt so schnell wie möglich hier rausfahren. Oh, no. Ich muss wahrscheinlich den Looping voll schaffen, sonst öffnet sich der Weg nicht. Hui! Aha. Winter! Dann war ich wohl beim Herbst, nehme ich an. Da waren ja auch bunte Blätter. RIP. Jetzt aber. Das nenne ich mal Geschwindigkeit. Ey, stand da Bob's Burgers oder was stand da? Oh, Bob's Barbers. Ich verstehe. Eine Anspielung auf Bob's Burgers zumindest. The Noise. Ich habe Angst, dass vielleicht wieder was richtig laut ist. Nee. Aber es ist, wie der Name schon vermuten ließ, ein nerviges Level mit Geräuschen. Ah, jetzt nicht mehr. It's locked. Ich hätte das fast nicht gespielt, weil der Name so abschreckend ist, ne? Was muss ich denn klicken? Ach so, die Pfeile muss ich da. Ah. Tatsächlich scheint das Level aber gut zu werden. Was ist das? Bitte Pierce, bla bla bla. Aha. Out of order, da kann ich sowieso nichts machen. Und hier Storage Room. Was muss ich anklicken? Hui. Ach ja, und nu? Was ist das? Jetzt kann ich den Fahrstuhl benutzen. Wow. Aha, hier kann ich rein, den Hebel umlegen und dann. Das ist ja eher so, ich weiß nicht, so ein Point-and-Click-Level als wirklich eine Herausforderung, ne? Das ist kein richtiges Action-Level. Oh nein, ich wäre fast runtergefallen. Was? Ma oh, sie haben mich runtergekickt, anstatt mir darüber zu helfen. Wie lange soll ich jetzt im Dunkeln? Hallo? Soll das überhaupt so sein? Oh. Ich bin so verwirrt, Mann. Ich habe den Arm verloren, weil. So viel zu, es ist nur ein Point-and-Click-Level. Ah, ich verstehe. Nee, so nicht. Ich muss da drauf springen irgendwie und dann die Buttons betätigen. Die Geräuschkulisse. Was ist das? Spinnweben? Ja, runter, ne? Was kommt jetzt? Wieso sollte ich da nochmal nach unten drücken? Der Fahrstuhl kann nicht weiter runter. Ja, jetzt habt ihr gesehen, jetzt wippt er der auf und ab, ey. Oh, ho, 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 ho. Danke für den Hinweis, dass ich aufpassen muss. Das lassen wir auch mal bleiben, bitte. Das wird ja immer abenteuerlicher hier. Ach, schau mal. Ein Passwort, falls ich zu scheiße bin und es nochmal machen muss. Ich habe mich schon gewundert, was da am Anfang ist. Und ich befürchte fast, ich werde das brauchen.
Was ist das da? Holy shit! Holy shit! Was wird das jetzt? No fucking way, das Level ist ja richtig geil. Hätte ich nicht erwartet, dass das Level noch so an Fahrt aufnimmt. Ich komme da überhaupt nicht rüber. Jetzt, ich muss da richtig rüber. Alter, wie cool ist das denn? Wie geil. Jetzt rüber hier, Alter. Ich werde das schon irgendwie schaffen. Oh Mann. Was kommt jetzt? Ja, ich stehe genau richtig. Hättest du nicht gedacht, oder? Dass ich von Anfang an einer günstigen Stelle stehe. Was macht der jetzt? Oder was macht der? Was macht der? Was macht der? Ah, oh, da vorne ist was. Das ist mir ja egal. Jetzt muss ich so doof hier rüber, Mann. Ich hab Angst. Ich will da nicht runterfallen. Oh shit. Wo? Ich stehe doch. Nein, komm, ich stand doch richtig. Muss ich mich an das scheiß Passwort erinnern, ey? Ich hoffe, ich weiß es noch. Weiß es nämlich, glaube ich, nicht mehr. So und dann so. Hey, ich kann mir doch was merken. Komm da doch. Alter, ich häng da fest. Ich häng da fest in der. Ja, und jetzt. Sehr gut. Damit war's das, oder? Ich fall runter. Ist das gut? Ich glaube nicht. Wieso bin ich jetzt runtergefallen? Das hätte nicht passieren sollen. Denke ich. Deine. Och, komm schon, oder? Ey, oh, das ist praktisch. Wieso ist das so? Oh, das ist super. Kann ich hier bitte draufbleiben? Yes, ich hab den Boss verarscht. Ich hab den Boss so dem verarscht. Ich hatte keine Lust mehr, genau dazwischen zu stehen, wenn die Zahnräder runterkommen. Das war mir viel zu nervig. Also dachte ich mir, ich trick's den Boss aus. Geschafft ist geschafft, auf welche Weise auch immer, ne? Und das ist jetzt wohl der Aufzug in die Freiheit. Several minutes later. Wie weit unten war ich bitte? Da eröffnet sich noch das. Ich bin runtergefallen, ja, genau, ja. Und jetzt will ich nur noch dieses Level beendet haben. Also hör auf zu quatschen. After telling everyone the story. Ja. Und ich wurde befördert. Das ist ja wohl das Mindeste für das, was ich tun musste. Wow. Super Map. Ich muss sagen, sie Noise in Caps Lock. Das hätte auch genauso gut ein Level sein können, wo einfach nur ein lautes Geräusch kommt. So ein richtiges Bullshit-Level. Du kannst an solchen Titeln nie vorher wissen, ob es nicht doch eine super Map ist. Du musst es ausprobieren. Ich bin echt froh, das gefunden zu haben. Und jetzt will ich auch wissen, was dieser Mensch noch gemacht hat. Ach, schaut mal, er hat diesen Gear Guardian auch nochmal als extra Boss. Und Sinois, das kam auch viel früher. Das bedeutet, der muss das Level schon mal gebaut haben. Ja, schaut mal hier. Der hat das dann wohl zusammengebaut, nehme ich mal an. Irgendwie sowas. Das ist ja interessant. Auf alle Fälle schauen wir uns mal an. Landscape of Death hat er auch zweimal gemacht. Der scheint seine Level immer weiter zu verbessern. Irgendwie sowas in der Art. Ey, da glitzert was. Aber ich habe eine Falle ausgelöst. Ich habe ein Geräusch gemacht. Boah, das war eine Falle zumindest. Uiuiui. ich warte hier mal lieber. Was habe ich getan? Hier ist alles am Abspacken in diesem Level. Ich kann nicht glauben, dass ich noch am Leben bin. Wie habe ich das gemacht? Ist noch nicht vorbei. Kann immer noch alles passieren. Sowas zum Beispiel. Und zack. Was für ein sauberer Kill von meinem eigenen Fahrrad, Mann.
Wow. Wow. Ja, wie auch immer das jetzt noch was wurde. Und ja, das hätte ich auch theoretisch beim ersten Mal schaffen können. Mit ein bisschen mehr Glück. Ich will mal jetzt noch wissen, was die Noise ist. Der muss das verbessert haben. Oder ist das genau das gleiche Level? Ist das genau das gleiche? Nee, es gibt kein Passwortsystem. Und es laggt wie Sau. Also er hat es tatsächlich überarbeitet. Und er getötet einen. Das hat einen vorher auch nicht getötet. Thunderstruck Artlin. Du hier. Wow. Was? Ja, also es soll wohl kein richtiges Level sein. Er hat ja extra betont, dass es eine Art Kunstwerk ist. I really wasn't expecting such low amount of rates. Is the level that hard? Das kannst du glauben. Space Lab. Ui. Das Weltraumlabor. Aber erstmal durch den dunklen Wald. Wo bin ich? Ist das das Weltraumlabor? Ich glaube nicht. Secret Lab. Hallo, ich habe noch nicht mal die Glastür kaputt gemacht, so nett bin ich. Ich habe bloß rausgerupft. Oh, ich dachte, ich kann mich noch mal... Ey, das wäre ja mal sowas von cool gewesen, oder? Nicht nur, dass ich die Glastür heile gelassen habe, ich kann sogar mein Genick nutzen, um mich vor dem Tod zu bewahren. Ja, und dann sterbe ich durch einen clean Pfeilschuss, Alter. What? Och, komm schon. Ich habe gesehen, dass da sowas ist. Und mich vorhin schon gewundert, warum das nicht runterkommt. Wahrscheinlich war ich viel zu schnell. Naja, erstmal mein Kind verloren. Da ist unnötiger Ballast entfernt worden. Und jetzt schaffe ich's. Oh, shit. Nochmal ins Labor, bitte. Secret Lab. Was war vorhin nochmal das Tückische? Oh, hupsi. Alter. Oh, gerade so geschafft. Was ist das für ein Labor mit tödlichen Menschenversuchen? Eject. Die Rakete ist einfach umgefallen. Was soll das denn? Oh, die gefällt mir, die Folge. Ich bin ganz schön spät runtergekommen. Ja, ich glaube, da hätte ich gar nicht sein sollen. Ich habe mich schon gewundert. Der Fall war doch ein bisschen früher. Fly by grabbing any wall. Jetzt funktioniert es. Warum die vorhin umgefallen ist, ich habe keine Ahnung. Zumindest knalle ich gegen die Decke und gewinne dadurch. Ein Level, das viele Fragen aufwirft, aber mir auch mehrmals ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat. Ein schönes Schlusswort für die erste Hälfte dieser Aufnahme. Es ist das Unfassbare eingetreten. Ich habe schon wieder zu viel Material, direkt zum zweiten Mal. Das gab's noch nie und jetzt mehrmals. Es ist, wie es ist. Ich habe bewusst alle Maps noch nicht gezeigt, die irgendwas mit Halloween zu tun haben könnten. Und auch sonst fehlen noch ein paar kunterbunte Level. Die werden alle am 31. Oktober als Bonusfolge veröffentlicht. Man könnte meinen, ich gehe über Leichen, um die 200 Folgen in diesem Jahr zu erreichen. Aber das passt ja auch irgendwo zu Halloween dann. Bis dann. Ciao. Ah, 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 ah.